Und halt da. Ja, ich hab schon ganz gut, ich ganz gut, ich kriege nichts safe. Verfolgt, sondern Verwaltungsmaßnahmen vollzogen. Sprecher der Bundesregierung bezeichneten die Anträge auf einstweilige Anordnung gegen die Volkszählung als unzulässig und unbegründet. Die Tarifparteien der hessischen Metallindustrie verhandeln wieder, um die Lohnrunde zu beenden. In Friedrichsdorf im Taunus geht es um die Weigerung der Arbeitgeber, der Gewerkschaft wie in früheren Jahren schriftlich zu garantieren, dass die an Warnstreiks beteiligten Arbeitnehmer nicht gemaßregelt werden. Wegen einem weiteren 839, Andernach 934, die Mosel, Trier 1020 und bei Cochem 878. Dann und Wurzbach sind die Notrufe 110 defekt. In dringenden Fällen bitte die Polizei Kusel anrufen. B500 Kniebel. CC011, SOF3 Radiodienst A656, Mannheim Richtung Heidelberg. Zwischen Mannheim-Neckarau und Mannheim-Seckenheim Unfall, 3 Kilometer Stau. Keine Behinderungen mehr auf der A5 Karlsruhe Richtung Basel zwischen Rastatt und Baden-Baden. Wir hatten am letzten Wochenende ja so ein Paradebeispiel, so eine typische Situation. Ich erinnere mich, um das jetzt mal wahllos herauszugreifen, immer an den Grenzübergang Rontenf. Da ist man schon manchmal ein bisschen und wütend, und da kann es schon passieren, dass man so seine Aggressionchen am Grenzbeamten auslässt, sei es nur zu Recht oder zu Unrecht. Und das wiederum schlägt natürlich den Zöllner auch auf den Magen. Nicht mehr lange. Die Zöllner, die Grenzbeamten.